Tut mir leid, dass ich so müde bin. Es ist wirklich doof, dass ich zurzeit so oft sonntags arbeiten muss. Tut mir leid, dass ich so müde bin. Es ist wirklich doof, dass ich zurzeit so oft sonntags arbeiten muss. Przepraszam, że jestem taka zmęczona. To naprawdę głupie, że muszę teraz tak często pracować w niedzielę. Tut mir leid, dass ich so müde bin. Es ist wirklich doof, dass ich zurzeit so oft sonntags arbeiten muss. Ja, wir haben wirklich wenig Zeit zusammen. Ja, wir haben wirklich wenig Zeit zusammen. Tak, naprawdę nie mamy dużo czasu razem. Ja, wir haben wirklich wenig Zeit zusammen. Obwohl wir uns schon gegenseitig mit dem Haushalt helfen. Obwohl wir uns schon gegenseitig mit dem Haushalt helfen. Chociaż już pomagamy sobie nawzajem w pracach domowych. Obwohl wir uns schon gegenseitig mit dem Haushalt helfen. Ja, ich finde auch, dass ich wirklich sehr viel im Haushalt mache. Ich bin ein Opfer der Gleichberechtigung. Ja, ich finde auch, dass ich wirklich sehr viel im Haushalt mache. Ich bin ein Opfer der Gleichberechtigung. Tak, ja też uważam, że naprawdę dużo robię w domu. Jestem ofiarą równości. Ja. Ja, ich finde auch, dass ich wirklich sehr viel im Haushalt mache. Ich bin ein Opfer der Gleichberechtigung. Nein, du bist super. Ich bin froh, dass wir uns die Arbeit im Haushalt teilen. Ich kenne nicht viele Männer, die das so machen. Nein, du bist super. Ich bin froh, dass wir uns die Arbeit im Haushalt teilen. Ich kenne nicht viele Männer, die das so machen. Nie, jesteś świetny. Cieszę się, że dzielimy się pracami domowymi. Nie znam wielu mężczyzn, którzy to robią. Nein, du bist super. Ich bin froh, dass wir uns die Arbeit im Haushalt teilen. Ich kenne nicht viele Männer, die das so machen. Ich auch nicht. Wir hatten lange kein entspanntes Wochenende zusammen. Ich auch nicht. Wir hatten lange kein entspanntes Wochenende zusammen. Ja też niedawno nie spędziliśmy razem relaksującego weekendu. Ich auch nicht. Wir hatten lange kein entspanntes Wochenende zusammen. Hast du Zeit, nach dem Kurs einzukaufen? Hast du Zeit, nach dem Kurs einzukaufen? Czy masz czas na zakupy po zajęciach? Hast du Zeit, nach dem Kurs einzukaufen?
Ist es nicht langweilig, immer nur im Internet zu surfen? Ist es nicht langweilig, immer nur im Internet zu surfen? Czy to nie jest nudne cały czas surfować po internecie? Ist es nicht langweilig, immer nur im Internet zu surfen? Hast du schon angefangen, Deutsch zu lernen? Hast du schon angefangen, Deutsch zu lernen? Zacząłeś już uczyć się niemieckiego? Hast du schon angefangen, Deutsch zu lernen? Hast du Lust, heute Nachmittag in den Park zu gehen? Hast du Lust, heute Nachmittag in den Park zu gehen? Masz ochotę iść dziś po południu do parku? Hast du Lust, heute Nachmittag in den Park zu gehen? Macht es Spaß, Videos auf dem Smartphone anzuschauen? Macht es Spaß, Videos auf dem Smartphone anzuschauen? Czy oglądanie filmów na smartfonie jest przyjemne? Macht es Spaß, Videos auf dem Smartphone anzuschauen? Hast du keine Angst, die vielen Passwörter zu vergessen? Hast du keine Angst, die vielen Passwörter zu vergessen? Nie boisz się zapomnieć wszystkich tych haseł? Hast du keine Angst, die vielen Passwörter zu vergessen? Haben Sie vergessen, das Böckchen abzuholen? Haben Sie vergessen, das Böckchen abzuholen? Zapomniałeś odebrać paczkę? Haben Sie vergessen, das Böckchen abzuholen? Hast du schon wieder etwas bestellt? Hast du schon wieder etwas bestellt? Zamówiłaś coś ponownie? Hast du schon wieder etwas bestellt? Naja, ich habe nach Schuhen geguckt. Naja, ich habe nach Schuhen geguckt. No tak, szukałam butów. Naja, ich habe nach Schuhen geguckt.
Irgendwie verstehe ich nicht, warum ihr Frauen immer Schuhe kaufen müsst. Und überhaupt, wie kann man Schuhe im Internet bestellen? Nie rozumiem, dlaczego wy, kobiety, zawsze musicie kupować buty. A zresztą, jak można zamawiać buty przez internet? Irgendwie verstehe ich nicht, warum ihr Frauen immer Schuhe kaufen müsst. Und überhaupt, wie kann man Schuhe im Internet bestellen? Es ist total bequem. Ich sitze auf dem Sofa und mache ein paar Klicks und die Schuhe kommen ins Haus geflogen. To całkiem wygodne. Siadam na sofie i robię kilka kliknięć i buty wlatują do domu. Es ist total bequem. Ich sitze auf dem Sofa und mache ein paar Klicks und die Schuhe kommen ins Haus geflogen. Dann probierst du sie an und sie passen dir nicht. Du packst alles wieder ins Paket und bringst das Paket zur Post. In der gleichen Zeit hast du im Laden schon 10 Paar Schuhe anprobiert. Dann probierst du sie an und sie passen dir nicht. Du packst alles wieder ins Paket und bringst das Paket zur Post. In der gleichen Zeit hast du im Laden schon 10 Paar Schuhe anprobiert. Potem je przymierzasz i nie pasują do ciebie. Wkładasz wszystko z powrotem do paczki i zabierasz na pocztę. W tym samym czasie przymierzyłabyś już 10 par butów w sklepie. Dann probierst du sie an und sie passen dir nicht. Du packst alles wieder ins Paket und bringst das Paket zur Post. In der gleichen Zeit hast du im Laden schon 10 Paar Schuhe anprobiert. Im Laden kann ich dir die Schuhe nicht zeigen. Im Laden kann ich dir die Schuhe nicht zeigen. W sklepie nie mogę pokazać ci butów. Im Laden kann ich dir die Schuhe nicht zeigen. Du kannst ein Selfie machen und es bei Facebook posten und alle deine Freunde fragen, wie ihnen die Schuhe gefallen. Du kannst ein Selfie machen und es bei Facebook posten und alle deine Freunde fragen, wie ihnen die Schuhe gefallen. Możesz zrobić selfie i opublikować go na Facebooku i wszystkich swoich znajomych zapytać, jak im się podobają buty. Du kannst ein Selfie machen und es bei Facebook posten und alle deine Freunde fragen, wie ihnen die Schuhe gefallen. Das kann ich zu Hause auch. Und sag mir mal, wo ich jetzt, am Sonntagabend um 22 Uhr, noch shoppen soll? Das geht eben nur online. Nach der Arbeit habe ich keine Lust mehr, in die Stadt zu gehen. Das kann ich zu Hause auch. Und sag mir mal, wo ich jetzt, am Sonntagabend um 22 Uhr, noch shoppen soll? Das geht eben nur online. Nach der Arbeit habe ich keine Lust mehr, in die Stadt zu gehen. Mogę to zrobić też w domu. I powiedz mi, gdzie mam teraz iść na zakupy w niedzielny wieczór o 22? Można to zrobić tylko online.
Po pracy nie mam już ochoty jechać do miasta. Das kann ich zu Hause auch. Und sag mir mal, wo ich jetzt, am Sonntagabend um 22 Uhr, noch shoppen soll? Das geht eben nur online. Nach der Arbeit habe ich keine Lust mehr, in die Stadt zu gehen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Tak, wiem. Ja, ich weiß. Und am Wochenende haben wir kaum Zeit. Und die wenige Zeit, die wir miteinander haben, wollen wir sicher nicht im Schuhladen verbringen. Und am Wochenende haben wir kaum Zeit. Und die wenige Zeit, die wir miteinander haben, wollen wir sicher nicht im Schuhladen verbringen. A my ledwo mamy czas w weekend. A ten mały czas, który mamy razem, na pewno nie chcemy spędzać w sklepie z obuwiem. Und am Wochenende haben wir kaum Zeit. Und die wenige Zeit, die wir miteinander haben, wollen wir sicher nicht im Schuhladen verbringen. Ich lerne zu Hause am Computer oder unterwegs am Tablet. Ich lerne zu Hause am Computer oder unterwegs am Tablet. Uczę się w domu na komputerze lub w podróży na tablecie. Ich lerne zu Hause am Computer oder unterwegs am Tablet. Ich kann lernen, wann und wo ich will. Ich kann lernen, wann und wo ich will. Mogę się uczyć gdzie i kiedy chcę. Ich kann lernen, wann und wo ich will. Ich mache eine Umschulung zum Koch. Ich mache eine Umschulung zum Koch. Przekwalifikowuję się na szefa kuchni. Ich mache eine Umschulung zum Koch. Ein Auszubildender lernt einen Beruf, zum Beispiel den Beruf Mechatroniker. Ein Auszubildender lernt einen Beruf, zum Beispiel den Beruf Mechatroniker. Praktykant uczy się zawodu, na przykład mechatronika. Ein Auszubildender lernt einen Beruf, zum Beispiel den Beruf Mechatroniker. Anstatt sofort eine Arbeit zu suchen, macht sie eine Reise. Anstatt sofort eine Arbeit zu suchen, macht sie eine Reise. Zamiast od razu szukać pracy, wybiera się na wycieczkę. Anstatt sofort eine Arbeit zu suchen, macht sie eine Reise. Er ruft seinen Kollegen nicht an, sondern er geht direkt zu ihm.
Er ruft seinen Kollegen nicht an, sondern er geht direkt zu ihm. On nie dzwoni do swojego kolegi, lecz idzie bezpośrednio do niego. Er ruft seinen Kollegen nicht an, sondern er geht direkt zu ihm. Anstatt den Geldautomaten zu benutzen, hebt er an der Kasse Geld ab. Anstatt den Geldautomaten zu benutzen, hebt er an der Kasse Geld ab. Zamiast korzystać z bankomatu, pobiera pieniądze w kasie. Anstatt den Geldautomaten zu benutzen, hebt er an der Kasse Geld ab. Er macht einen Yogakurs, um sich zu entspannen. Er macht einen Yogakurs, um sich zu entspannen. On bierze lekcje jogi, żeby się zrelaksować. Er macht einen Yogakurs, um sich zu entspannen. Er geht immer früh ins Bett, um morgens nicht müde zu sein. Er geht immer früh ins Bett, um morgens nicht müde zu sein. On zawsze kładzie się spać wcześniej, żeby nie być rano zmęczonym. Er geht immer früh ins Bett, um morgens nicht müde zu sein. Er liest Zeitungen lieber im Internet, anstatt sie im Laden zu kaufen. Er liest Zeitungen lieber im Internet, anstatt sie im Laden zu kaufen. On woli czytać gazety w internecie, niż kupować je w sklepach. Er liest Zeitungen lieber im Internet, anstatt sie im Laden zu kaufen. Er besucht seine Eltern lieber allein, anstatt mit seiner Frau zu kommen. Er besucht seine Eltern lieber allein, anstatt mit seiner Frau zu kommen. On woli odwiedzać rodziców sam, niż przyjeżdżać z żoną. Er besucht seine Eltern lieber allein, anstatt mit seiner Frau zu kommen. Er geht nicht spazieren, sondern er macht eine Radtour. Er geht nicht spazieren, sondern er macht eine Radtour. On nie idzie na spacer, tylko na przejażdżkę rowerem. Er geht nicht spazieren, sondern er macht eine Radtour.
Er fährt nicht in Urlaub, sondern er bleibt zu Hause. Er fährt nicht in Urlaub, sondern er bleibt zu Hause. On nie jedzie na wakacje, tylko zostaje w domu. Er fährt nicht in Urlaub, sondern er bleibt zu Hause.